Was ist eigentlich Bauland? Ja, was genau Bauland ist, definiert das Steiermärkische Raumordnungsgesetz. Und zwar wird es dort in drei verschiedene Baulandarten eingeteilt, nämlich einerseits ins vollwertige Bauland, ins Aufschließungsgebiet und ins Sanierungsgebiet. Gebaut werden darf im vollwertigen Bauland, und damit man festlegen kann, wofür Nutzungen dort möglich sind, bedient man sich eben wiederum im Gesetz den verschiedenen Baulandgebieten. Das ist zum Beispiel das allgemeine Wohngebiet, das reine Wohngebiet, das Dorfgebiet, das Kerngebiet und so weiter und so fort. Das wird alles im Raumordnungsgesetz definiert, was ist dort erlaubt, wofür Nutzungsarten oder wofür Nutzungen generell sind dort erlaubt. Und festgelegt wird es dann im Flächenwidmungsplan, da wird ausgewiesen anhand von verschiedenen Farbgebungen, um wofür Gebiet es sich genau handelt. Und wenn ihr mehr über die Baulandgebiete wissen wollt, wir haben dazu eigene Glossarbeiträge, schaut es euch einfach an.